medizinischen oder pflegerischen so. Bereichen tätige Menschen zu den Gruppen, die sich frühzeitig Guten Tag, heute ist der 1. Dezember 2020. Jetzt schalte ich Deutschlandradio aus und jetzt nehme ich ein Video auf. Was habe ich hier unten? Aha. Dokument wurde nicht beim letzten Speichern nicht verändert. Gut, dann speichern wir sicherheitshalber nochmal. So, hier habe ich jetzt das Prinzip einer zylinderförmigen Taucherglocken. Man könnte die auch als schwimmende Taucherglocke bezeichnen, wenn man hier alles für das Projekt Solarcity on Ice. Also jetzt tue ich erstmal die Info öffnen. Was haben wir hier? Eine Weiterentwicklung der offenen Taucherglocke ist das Senkkasten, auf Französisch Caisson. Jetzt habe ich hier die Info zum Ablesen. Auf der Oberfläche der künstlichen Eisinsel erzeugt die Sonneneinstrahlung Biomasse durch Photosynthese und Solarstrom durch Photovoltaik. Ungenutzte Sonneneinstrahlung wird reflektiert und kann nicht in Meerwasser absorbiert bzw. in Wärme umgewandelt werden. Für das Kühlsystem, welches die Eisinsel vor dem Wegschmelzen bewahrt, würden nur 5% der Oberfläche mit Solarzellen bedeckt ausreichen. Angenehmer Nebeneffekt ist, dass das Wasser unter dem Habitat durch Kälteströme kühler werden würde, was die Verdunstung von Wasser im Meer verlangsamt und die CO2-Aufnahmefähigkeit erhöht. Danke für die Aufmerksamkeit. Das ist hier das Tabellenblatt Glocke. Schalte ich mal wieder um. Das Prinzip ist halt so, Luft wird hier in diese Schürze reingepresst und drückt das Wasser nach unten. Und hier kann das Wasser durch diese Röhre ganz rausfließen und gibt somit dem Schwimmkörper oder dem Schwimmen der schwimmenden Taucherglocke, die übrigens ein Volumen von 628 Millionen Kubikmeter hat. Und wenn man das Ganze hier mit Terra Preta füllt, jetzt habe ich hier eine kleine Ansicht gemacht, wie es von oben aussehen könnte. Da wären hier die Austrittsdüsen, die ich hier nochmal erklärt habe. Das Wasser von unten strömt gleichmäßig, würde gerne nach oben drängen, wird aber durch die Druckluft nach unten gedrückt. Dann hat man hier ein Druckgefälle, das heißt, das Wasser würde hier runtergedrückt, dann würde auch das Luft wird sich gleichmäßig hier oben verteilen, aber das Wasser hat einen höheren Strömungswiderstand, das würde dann hier nach unten strömen, das heißt, es würde sich hier leicht anheben und hier würde es leicht steigen. Da habe ich dann hier diese Linie gemacht, wie die Wasserlinie sich hier verändert. Die Wasserlinie ist ja hier angezeichnet. Ne? Durch den Luftdruck würde dann hier, wenn ich das bis hierhin, ich darf natürlich nicht über diesen Punkt hinauskommen, hier über diesen Punkt, weil dann würde die Luft schlagartig hier rausschießen. Ne? Und dann würde das Ding ganz schön wanken. Aber wenn ich nur so bis hier hingehe, ne, dann habe ich dann hier einen Überdruck und der Überdruck wird sich gerne hier entlasten, wobei er hier nicht rauskam. Man könnte dann hier ein Ventil machen, dass man das schließt, ne, und dann bleibt es gleichmäßig. Von oben gesehen habe ich das hier mal gemacht und man könnte dann hier ein Ventil machen, hier ein Ventil machen. Und wenn hier das Wasser rausströmt, würde die Insel nach da schwimmen. Würde hier das Wasser rausschwimmen, würde das
der Körper sich nach rechts bewegen. Und wenn es hier rausströmt, würde sich der Körper nach links bewegen. Hoppsa. Oh, wieder zurück. So. Angefangen hat es mit diesem Plan. Ne? In der Mitte ein Schiff und da ein Stahlkranz, da könnte man diese Pipeline-Röhre von Nord Stream nehmen, die schwimmen, die werden ja extra, da hätten wir eine künstliche Reling und da müssten wir halt mal Durchmesser von 2000 Meter um das Schiff rum machen und dann könnte auf dem Schiff könnten alle Aggregate stehen, mit denen das Ganze gekühlt wird, Solarmodule und so weiter. Und dann, wenn es hier eine Eiswand entstanden ist, Habitat habe ich hier gesehen, gezeichnet. Und dann hier die Eiswand ist, hier sind die Rohre, ein bisschen stärker. Ne? Im Zentrum könnten ausgediente Hochseefrachter während der Gefrierphase für Personalunterkünfte, Kühlaggregate und Solarmodule für die Energieversorgung finden. Am Anfang der Bauphase kann ein schwimmendes Stahlrohr rund um das Schiff verlegt werden. Ja. Tiefgang 200 Meter, Durchmesser 2 Kilometer. Das haben wir hier in der Info stehen. In einem wärmeren Ozean verdunstet mehr Wasser und sorgt für eine höhere Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre. Dadurch erhöht sich auch die Wärmespeicherfähigkeit und der Treibhauseffekt. Wenn man dann hier in diesem braunen Bereich, das mit Terra Breda dann aufgefüllt ist. Hier ist die Eiswandung. Ne? Das ist jetzt ja alles perspektivisch ein bisschen anders. Ne? Dann könnten wir hier auch noch einen Druckluftspeicher machen. Zusätzlich könnte man, wenn man das interdisziplinär angeht, auch Trockeneis hier lagern. Trockeneis hat ja eine besondere Eigenschaft, Trockeneis ist gefrorenes Kohlendioxid, ne, was immer so überall geächtet wird. Ne. Das ist aber nur jetzt nur so ein An. Hier ist der Antrieb, den ich nochmal so erklärt habe, anhand von einem Schiff mit nur 10 Meter Tiefgang. Das hätte natürlich hier einen geringen Druckunterschied, aber Aktion gleich Reaktion, das nach rechts ausströmende Wasser treibt den Schiff nach rechts. Ne? Auch hier hätten wir einen Lateralschwerpunkt, das heißt, die Luft, die von oben reingeht, die drückt gleichmäßig nach unten, das Wasser strömt aber nach rechts. Ne? Das heißt, es würde sich dann auch hier das Wasser tiefer sinken wie da. Kommt immer auf die Länge drauf an, aber da habe ich 10 Meter Tiefgang, 1000 Kubikmeter Volumen, da habe ich mal hier so ein bisschen so rumgerechnet. Alles nicht so, hier könnte ich den Tiefgang ändern, dann würde sich das Volumen ändern. Das kann ich ja mal spaßhalber machen. Mal 20 ein. 20. Und was passiert dann? Aha. Irgendwas habe ich da noch, stimmt da noch nicht. Druck über der Atmosphäre, Kubikmeter, Faktor 1, da muss ich nochmal nachkontrollieren, es sind noch Fehler hier drin, Druckluftzufuhr, ich wollte das hier eigentlich da haben, ne? Ja. So, und jetzt kann ich wieder mal hier, Dokument wurde verändert, klicken Sie hier, so, gut, da habe ich irgendwo noch einen Denkfehler gemacht. Macht aber nichts, Prinzip ist erkannt, man kann das nachrechnen, muss nicht alles gleich perfekt sein. Mal zurück, Glocke, Schiff, 9.22, ich werde das hochladen. Hier oben steht ja die Formel, Potenz E17, E17 ist das Feld, ne? Ins Quadrat mal Pi geteilt durch 4. Das ist die Formel für die Oberfläche. Der Kreis ist ja D mal Pi. Der Umfang, das wären dann ungefähr 6
Kilometer ungefähr. Wenn ich da falsch liege. Gut. Und hier könnte ich mal auf alle Links hinschreiben, in dieses Tabellenblatt Widerstand. Aber gut. Ich lade das dann hoch bei Facebook von meinem Kanal Eurolore, von meinem Facebook-Profil Eurolore. Und in den Gemeinschaftskanal, den ich mit Juli Wünsch zusammenpflege, mit einer gemeinsamen E-Mail-Adresse, Baum des Lebens, werde ich das Video hochladen. Auch wenn Juli da so ein bisschen viele Playlisten macht, die ein bisschen sehr eigenartig sind. Aber gut, kann man nichts machen, es muss kommuniziert werden. Die hat ja auch mal ein schönes Ding gemacht. Der Weg zur Wahrheit, der Dialog führt zur Wahrheit. Ins Kurze gebracht. 11.08, 11.09, wie spät haben wir jetzt? 12.42 Uhr. 1. September 2020. Dann bedanke ich mich mal für die Aufmerksamkeit und mache jetzt einige Screenshots. Vielleicht von der Glocke das erste Mal. Und diese Screenshots, die mache ich dann hier mit einem Programm. Zubehör, Bildschirmfoto. Und dann Aufnahmebereich auswählen. Jetzt mache ich Bildschirmfoto aufnehmen. Aufnehmen und dann den Aufnahmebereich, den nehme ich mal hier so, damit auch alles schön drauf ist. Auch hier unten die Sachen. Die Werkzeuge, die mir diese Excel-Datei bietet. Und jetzt lasse ich den Mauscursor los. In die Zwischenablage kopieren und speichern. So, habe ich auch noch ein bisschen Linux erklärt. Jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. 12.36 Uhr, 12 Minuten 36, das reicht.